Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer und heute wieder ein kleines, aber feines FIFA-Pack-Opening. Ihr seht ja schon, Foot liebt mich angeblich und da habe ich mir gedacht, vielleicht riskieren wir mal wieder ein paar FIFA-Points. In dieser Folge werden wir knappe 1000 FIFA-Points ausgeben und ich würde sagen, fangen wir mal an. Ich versuche immer mal wieder hier die Oxlade und Oxlade-Chamberlain-Kombo zu bekommen, aber wenn es nach 5-6 Versuchen nicht klappt, werde ich dann einfach ein Pack öffnen, sonst dauert das zu lange. Also Leute, fangen wir an mit dem ersten Pack. Wen gibt uns EA denn heute? Im ersten Pack haben wir Giovinco. Ja, schaut doch mal schon mal gar nicht schlecht aus. Er ist zwar nicht viel wert, aber er ist so gesehen ein guter Spieler. Und in der 4-3-2-1 Formation, okay, das ist in Ordnung. Was haben wir hier denn noch? Eine Mannschaftsmoralkarte. Die nehmen wir mit in den Verein. Die Fitnesskarte ebenfalls. Und dann haben wir natürlich wieder haufenweise Vertragskarten. Die werde ich anwenden. Wen geben wir sie denn? Aguero, den habe ich mir geholt als kleine Verstärkung. Solltet ihr eigentlich erst in der nächsten Ultimate Team Folge herausfinden. Aber jetzt wisst ihr es halt jetzt schon. Macht ja auch nicht so viel. Der Rest ist Müll. Schmeißen wir weg. Ich muss ein bisschen sparsam sein mit den Tauschstapelplätzen. Ihr sagt ja immer wieder, hau die Vertragskarten nicht immer weg. Ja, ich verstehe euch ja schon. Aber ihr müsst mich verstehen, wenn ich ein größeres Pack-Opening vorhabe, dann kann ich nicht alle Vertragskarten auf den Tauschstapel packen. Und auf der Xbox gehen sie eben nicht mal so schnell für 300 weg. Das ist halt leider so. Und im nächsten Pack haben wir Arnautovic, sehe ich da. Naja, nicht so ein guter, wertvoller Spieler. Gut, ja, aber wertvoll, nein. Und dann auch noch in der 5er Abwehrkette, ja. Und schon wieder diesen Barca-Typen da, das gibt's ja nicht. Mal gucken. Also ein paar Vertragskarten kann man immer mal gebrauchen. Das ist das Einzige, was sich wirklich lohnt bei Pack-Openings. Man kriegt immer wieder Vertragskarten und Fitnesskarten. Aber seltenst sehr, sehr gute Spieler. Aber noch darf ich mich nicht beschweren. Das Pack-Opening läuft ja noch. Arnautovic, ja, 4 Sterne Skills, glaube ich, hat er. Er ist ein richtig guter, solider Stürmer, vor allen Dingen. Und ja, was haben wir denn da noch? Barca, plus 15 Schuss. Da werde ich jetzt einfach mal eurem Rat folgen. Ihr habt mir ja empfohlen, auch diese Typen zu verkaufen. Mache ich das doch mal. Und ja, bis jetzt schaut es noch nicht so gut aus. Giovinco ist zwar nicht schlecht, aber halt nicht viel wert. Jetzt versuchen wir wieder die Chamberlain-Kombo, aber schaut schon wieder schlecht aus. Aber vielleicht habe ich ja Glück, dass wir das im Video schaffen. Manchmal muss man ja echt ewig lang hin und her switchen, bis da dann mal die Chamberlain-Kombo kommt. Jetzt mache ich einfach die Juju-Kombo, auch wenn die vielleicht nichts bringt, keine Ahnung. Wer ist drinnen? Olic. Oh Mann, ja, guter Bayer, Ex-Bayern-Spieler. Ja, aber kein seltener Spieler. Amelia haben wir da, Trochowski, Olic. Griezmann, glaube ich, ja, der war bei FIFA 12, war das eine Granate im linken Mittelfeld, Informer. Spielervertrag, rein da in den Verein, die Manager-Vertragskarte auch. Ja, Olic, was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Ich glaube, dich verkaufen wir einfach mal. Der Rest ist Müll. Leider können wir das Pack wieder vergessen. Und mal sehen, was im nächsten Pack uns erwartet. 1450 FIFA-Points haben wir noch. Kann ja sein, dass da vielleicht ein Alaba in Form kommt oder ein Cassano in Form. Oder vielleicht Vidal oder Sanja. Sanja ist, glaube ich, der wertvollste im Team der Woche aktuell. Wäre natürlich nice. Jetzt öffnen wir mal das nächste Pack und warten ab. Und Dumbia. Ja, nee. Ja. Ja, guter Typ. Ja, Jarvis haben wir noch. Viviano, Pereira. Das war's auch schon. Und Dumbia ist definitiv kein schlechter Spieler. Aber brauchen wir nicht. Das Arsenal-Trikot schaut gut aus. Das packen wir auf den Tauschstapel. Die Fitnesskarte noch schnell in den Verein. Vertragskarte. Die geben wir Walker mal, dass der länger an den Verein gebunden ist sozusagen. Jarvis haben wir ja noch gezogen. Ja, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ich glaube, der hat auch 4 Sterne Skills, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist recht schnell. Vielleicht behalte ich den mal. Mal sehen. Jetzt wenden wir erstmal wieder die weiteren Vertragskarten an. Jetzt wechsle ich aber mal das Team, dass wir auch meinen anderen Teams da mal ein paar Verträge aufbrummen können. Jetzt erstmal Jarvis in den Verein speichern. Viviano und Pereira ist, glaube ich, gar nichts wert.
Gut, Vertragskarte, wem geben wir sie? Ja, komm, hauen wir sie auf DD. Absolut kranker Verteidiger, der Typ. Falls ihr noch nicht hattet, benutzen, Leute. Richtiges Biest. Die nächste Vertragskarte geht dann an Veliton. Ja, ein paar schnelle Stürmer da. Habe ich so mal mir gegönnt, dass ich mal online die Leute ein bisschen ärgern kann. Die ärgern mich ja auch immer. So, bis jetzt ist das Pack-Opening leider noch nicht so überragend gut. So, Chamberlain-Kombo, komm schon, wird das was im Video? Ich hoffe natürlich, denn ich glaube daran, dass diese Kombination was bringt. Man streitet sich ja darum. Aber lasst mir doch mein Aberglaube, vielleicht funktioniert es ja. Im Livestream habe ich die Chamberlain-Kombo mal gemacht und dann kam ja Aguero raus. Seitdem bin ich da ein bisschen abergläubisch und wenn ich Packs öffne, versuche ich immer die Chamberlain-Kombo zu bekommen. Ja, jetzt kommt des Öfteren mal Chamberlain auf dem ersten Pack, aber leider nicht auf dem zweiten Pack, aber wir können jetzt nicht so lange warten. Wer ist drin? Oh, Pogatetz. Oh mein Gott. Was will ich denn damit? Carmona. Ja, ist okay. Pogatetz. Nee, ist nicht okay. Wird auch überhaupt nichts wert sein. Eine 4-2-3-1 Karte und Lee von den Bolton Wanderers. Ja, was machen wir jetzt mit der? Auf den Tauschstapel, glaube ich, einfach hauen. Die Fitnesskarte. Ja, nee, ich hau jetzt erstmal die Managerkarte auf meinen Manager. Der hat nämlich nur noch 5 Vertrag. Jetzt hat er wieder 43. Sehr schön. Und dann haben wir noch eine Spielervertragskarte. Wie immer eigentlich, die hauen wir jetzt auf Carlos Eduardo. Auch ein richtig starker Mann. Für den Preis, Leute, Wahnsinn, der Typ. Dann haben wir weitere Vertragskarten. Die Fitnesskarte, glaube ich, werde ich noch schnell draufstellen für 300. Die geht vielleicht weg. Und somit habe ich hoffentlich eurem Wunsch entsprochen. Ich versuche es auch hier mit der Vertragskarte, dass die für 250 weggeht. Aber ich bezweifle es, weil bei der Xbox halt sehr, sehr viele Vertragskarten auf dem Markt sind und der Preis dementsprechend auch billiger ist. Jetzt öffnen wir in dieser Folge noch ein Pack und dann muss es aber klappen. Dann muss aber Sanja drin sein oder irgendein wertvoller. Ich hoffe es natürlich. Jetzt erstmal wieder die Chamberlain-Kombo versuchen zu bekommen. Schaut aber schon wieder sehr, sehr mau aus. Joe Hart, ja. Es gibt auch anscheinend die Kombination Joe Hart und Joe Hart. Für mich gibt es aber nur die Chamberlain-Kombination. Aber ihr seht ja, wie selten die kommt. Die kommt einfach nicht. Ich kann hin und her switchen, so oft ich will. Ich öffne jetzt einfach ein Pack, wo Chamberlain von selbst drauf ist. Und das letzte Pack ist... das letzte Pack ist, glaube ich, Müll. Robbie Keane. Wie oft habe ich denn den schon gezogen, bitte, Leute? Ahamada. Naja. 3-4-1-2-3-4-2-1. Das war, ich glaube, das schlechteste Pack vom heutigen Pack-Opening. Sieht echt verdammt schlecht aus. Aber okay. Meistens ist es doch so, dass Müll in Packs erhältlich sein wird. Kann sich aber auch manchmal ändern. Die Hoffnung gebe ich halt so schnell nicht auf. Jetzt habe ich hier noch eine Vertragskarte. Die wende ich aber auf meinem schönen neuen Haxens Hybrid Nummer 1 Team an. Dieses Video habt ihr ja bestimmt schon gesehen, indem ich mein aktuelles günstiges Hybrid Team mit Royce zum Beispiel gezeigt habe. Die verdienen natürlich auch noch ein paar Vertragskarten. Was haben wir hier noch? Ja, Keen, ja, den kannst du schnell verkaufen, der ist nichts wert. Die Vertragskarte stelle ich mal für 300 drauf. Und diese Manager-Vertragskarte, ja, für 250. Vielleicht gehen die ja doch diesmal schneller weg. Ja, das war's jetzt auch schon. Die restlichen 1000 FIFA-Points werde ich dann im neuen Video, im nächsten Video ausgeben. Und dann hoffen wir da mal auf Sanja in Form. Oder auf irgendjemanden anderen, Hauptsache wertvoll. Ich hoffe, dass euch dieses Pack-Opening gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr Bock habt. Und ja, das war's. Danke fürs Zusehen, Leute. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbayer.